Die Union regiert jetzt seit gestern ja ziemlich genau 14 Jahre. Was hat Deutschland und damit eigentlich auch die Union verschlafen in der Frage der Digitalisierung? Weil das hätte man ja sicher auch anders lösen können. Ja, Deutschland digitalisiert ja schon eigentlich seit über 30 Jahren. Wir haben Föderalismus, das heißt... Dann aber ein bisschen langsam zugegebenermaßen, oder? Nein, sehr viel, aber eben nicht aus einem Guss, sondern an unterschiedlichsten Enden und Ecken. Und deshalb war es wichtig, dass wir jetzt in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen haben, zum Beispiel mit der Grundgesetzänderung für den einheitlichen Online-Zugang. Das war überhaupt erstmal die Grundlage, dass wir jetzt alle Verwaltungsleistungen den Bürger aus einem Guss anbieten. Also da ist im Föderalismus mehr zu tun als anderswo, aber jetzt haben wir sehr viel Fahrt, auch nach der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Meseberg zu dem Thema. Und jetzt werden die Bürger sehr schnell merken, dass vom Funkloch bis zur Verwaltungsleistung online sich sehr viel tut. Das hätten die Bürger ja aber auch schon eher merken können, indem man das eher angepackt hätte. Zum Beispiel, indem man ganz prominent ein Digitalministerium schon mit Beginn der Legislaturperiode eingeführt hätte. Da war das Kanzleramt dagegen. Warum eigentlich? Ja, wir haben damals die Überlegung gehabt, dass wir gesagt haben, wir wollen ja, dass jeder Minister, ein Wirtschaftsminister, der sich nicht um Digitales kümmert, sondern nur um analoge Wirtschaft, oder ein Innenminister, der sich nicht um Cybercrime, sondern nur über Wohnungseinbruch kümmert, das wäre nicht richtig. Heute haben wir den Eindruck, dass gerade diese Themen E-Government, Digitalisierung der Infrastruktur und so genügend Masse einfach bieten für ein Digitalministerium. Und dafür haben wir jetzt eine Konzeption. Und wenn das die nächste Gelegenheit ist, die Regierung neu zu strukturieren, zum Beispiel nach der nächsten Bundestagswahl, dann wollen wir, dass es ein solches Digitalministerium gibt. Aber das klingt schon wieder nach so einem bürokratischen Monster, wenn man einfach mal Shanghai als Beispiel investiert. Nur Shanghai. Ein Vielfaches in die Digitalisierung als die Bundesrepublik Deutschland als Hochtechnologieland. Da muss doch mehr kommen. Das muss doch schneller gehen. Also die Summe unserer Investments in Digitalisierung sind gigantisch. Alleine der Ausbau der Breitbandinfrastruktur ist ein 70-Milliarden-Projekt, private Wirtschaft und öffentliche Hand. Wir haben jetzt gerade in der Mobilfunkstrategie auch nochmal Milliardenbeträge in die Hand genommen. Und künstliche Intelligenz, 3 Milliarden, niemand investiert so viel in Europa. Also Digitalisierung fehlt es jetzt nicht am Geld, sondern wir müssen es agil umsetzen. Und da ist gerade die Bundesverwaltung natürlich eine Herausforderung, weil die ist solche schnellen Prozesse nicht gewöhnt. Aber deshalb haben wir den Digitalrat. Wir haben unsere Tech for Germany-Initiative, wo wir junge, agile Softwareentwickler an unsere Verwaltungsprojekte setzen. Und damit gewinnen wir genau die Geschwindigkeit, die wir brauchen. Nehmen wir noch mal ein Beispiel raus, die Datenschutzgrundverordnung, die ja im Europäischen Parlament auch beschlossen wurde. An vorderster Front von Axel Voss verhandelt. Jetzt muss nachgebessert werden. Warum hat man das nicht von vornherein gemacht? Also die Datenschutzgrundverordnung ist von ihrer Grundidee ein Riesenwert für Europa, weil wir wollen ja den... Das bestreitet ja auch keiner, aber jetzt diese kleinen Nuancen hätte man doch vorher dran denken können. Naja, also zum Beispiel, als wir jetzt vor einigen Jahren gesagt haben, wie kodifizieren wir im europäischen Recht so solche Fragen wie Datensparsamkeit angesichts von Big Data oder wie wird Netzneutralität definiert in einem Gesetz. Das waren Fragen, die können wir noch nicht beantworten, weil es die Geschäftsmodelle dahinter noch gar nicht so sichtbar gab. Und es ist schwer, ein Gesetz über etwas zu machen. Bei Upload-Filtern wusste man das auch noch nicht? Ja, beim Upload-Filter ist es was anderes, aber da haben wir ja sehr klar gemacht und auch als CDU Deutschlands ein eigenes Konzept. Wir werden sozusagen die Urheberrechtsrichtlinie, soweit es irgendwie geht, ohne Upload-Filter umsetzen. So, jetzt quäle ich Sie nicht weiter mit der Digitalisierung, sondern komme noch ein bisschen zum Verhältnis Ihrer Chefin zur Parteivorsitzenden. Wie nimmt Angela Merkel bisher den Parteitag wahr? Sie sind ja näher dran als die meisten von uns. Also ich glaube, für Angela Merkel ist natürlich ein Parteitag, wo sie zum ersten Mal nicht mehr die Bundesvorsitzende ist. Das ist ganz anders. Aber ich glaube, es war ein guter Parteitag bisher. Annegret Kramp-Karrenbauer hat eine tolle Rede gehalten, hat eben Digitalisierung, was uns ja nicht quält, sondern was unser Zukunftsthema ist, was wir gestalten wollen und wo wir technologieoffen sind und wo wir Geschwindigkeit reinbringen wollen, sehr in den Mittelpunkt ihrer Rede gestellt. Und auch andere Themen, die einfach für die Menschen wichtig sind, nämlich die Frage, haben Familien Zeit für ihre Kinder? Und wie organisieren wir die Sicherheit in unserem Land? Also das war eine sehr zukunftsweisende Rede und eine sehr gute Aufbruchsstimmung. Und insofern ein schöner Parteitag und das gefällt auch der Bundeskanzlerin. Haben Sie nicht den Eindruck, dass die Union viel mehr aus dem Kapital machen könnte, dass sie die mit Abstand beliebteste Politikerin in ihren Reihen hat, nämlich die Bundeskanzlerin, aber das so ein bisschen hinten runterfällt? Oder hat Angela Merkel gar kein Interesse daran, sich noch mehr einzubringen in die Parteiarbeit?
Ja, doch, die Bundeskanzlerin steht natürlich an der Spitze des Landes und wir haben ja in den letzten Monaten wirklich sehr hart gearbeitet. Wir haben den Klimakompromiss auf den Weg gebracht mit der SPD, was nicht leicht war. Wir haben die Ich rede ja von der Union. Warum bringt sie sich nicht mehr ein in der CDU? Ist das nicht gewollt? Ja, doch, also die Kanzlerin bringt sich selbstverständlich damit auch in der CDU ein, mit all den Themen, die wir setzen. Aber klar ist, die Union ist ein Team und alle müssen Teamspieler sein. Und die Vorsitzende, die politischen Akzente in der Partei setzt, das ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Und wenn das alle so akzeptieren würden wie die Kanzlerin, wären wir noch geschlossener und stünden noch besser da.